Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich was aus den Vereinigten Staaten. Grand Traverse Distillery. Old George Whiskey, 100% Straight White Rye Whiskey, 46,5%. Distilled, aged and bottled by Grand Traverse Distillery. Pure Michigan Whiskey. Yay. So, wer diese Label hier sieht, weiß, dass ich dann dort bei Mike's Whisky Handel da gekauft habe. Ich habe eine etwas größere Bestellung hier mal gemacht und alle möglichen Sachen bestellt, die ich bisher von ihm noch nicht hatte. Oh, ich kriege das gar nicht hier ab hier. Das ist auch genau, wie die es auch gemacht haben, sodass das nicht so geht. Also, was bezahlt man für einen Roggen Whisky, der Old George heißt? €89,50. Das ist ganz schon viel, finde ich. Und dann, also, das ist auch schon wieder etwas. Ich habe es gekauft, bevor ich es meine Due Diligence hier gemacht habe, bevor ich überhaupt dann ein bisschen dann meine Recherchen angestellt habe. Oh, habe ich nicht, kaufe ich und dann schaue ich nachher. Was mich am meisten hier ja, ich benutze das Wort nervt, ist, diese Whisky gibt es nicht mehr in den Vereinigten Staaten. Also, warum gibt es diese Whisky nicht mehr? Wenn man dann hingeht zu www. Grand Traverse Distillery, gibt es die Old George Rye Whisky. Der hat jetzt 50%. Der hat immer noch seine 46,5. Der ist 100% Roggenwhisky. Der neue ist 95% Roggen, 5% gemälzte Gerste. Das erste Mal, wo ich las, dachte: Oh, haben sie angefangen zu sourcen vom MGP? Nein, die produzieren selbst, aber sie haben einfach mal festgestellt: Bisschen gedreht, ein bisschen was verändert, 50% ist besser. Und dann die 95,5 ist auch das, was wir mehr auch wollen. Das heißt, diese Whisky hier ist schon antik. So, ich habe es angeboten aus einer Flaschenteilung. Und weil diese Whisky hier so unbekannt ist, habe ich sage und schreibe, oh, ich habe doch 50%, also 50 von 70 CL verteilt. Also 20 CL gäbe es noch, falls jemand da was will. Womit möchte ich es heute vergleichen? Ich habe einfach mal neulich hier etwas gehabt aus Australien, Rye Gospel. Auch 100% hier, allerdings australische Roggen und da haben wir 45%. Hier haben wir, wie ich schon gesagt habe, 56,5%. Also 89 Euro, was ich immer noch viel zu viel finde. Und The Gospel Rye war, wo ist du Gospel Rye? The Gospel Rye war 45 Euro. Also von daher. Schauen wir mal, wer heute gewinnt. Wahrscheinlich, also Gospel Rye, könnte hier gute Karten haben, auch aus Australien her. Gut, farblich, Gospel Rye gewinnt jetzt schon. Wenn der Dunkle gewinnt, ist das hier schon sehr für mich offensichtlich. Auch vom Label Design. Dieser Label sieht nach etwas aus, was ich entwerfen würde und könnte. Also, ich bin kein guter Grafiker, allerdings arbeite ich immer wieder wegen jetzt hier jede Thumbnail und so weiter, was ich dann dort für meine Videos da hochlade und so weiter. Mache ich was und Labels habe ich auch und ich merke einfach, das ist nicht mein Forte, nicht meine Stärke hier. So, es gibt andere Leute, die so viel besser sind. So, an der Nase. Grün an der Nase. Auch grün. Also, die sind eher zusammen, wie ich gedacht habe. Schön, also, ja. Was sagt uns das? Gute Rye-Whiskys zu machen, ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Die ganze Zeit überlege ich, was ich habe. Ich bin versetzt worden nach IKEA. Ich habe dort noch diese Hotdog-Stands vor Augen. Und da ist dieses Gurken-Moment, wird leichte Röstzwiebel-Moment hier drin. Also, das ist nicht etwas, was ich gerne, gerne trinken möchte und würde. Ja, ich bleibe dabei. Diese Dill, diese Gurken und leichte Röstzwiebeln hier.
Hier habe ich ein Gewürz aus meinem Gewürzschrank, da Majoran. Also mehr, es gab, ich habe gesagt Dill Air, aber das ist Majoran, den ich mehr hier habe. Oh, meine Nase funktioniert halbwegs gut heute, wow. Jetzt bin ich gespannt, warte mal. Ja, ich bin tatsächlich aufgestanden, bin tatsächlich zu meinem Gewürzregal hingegangen und habe tatsächlich auch festgestellt, dreimal tatsächlich, dass meine Frau meine Majoran Gewürzdose weggeräumt hat. Ausgeräumt. Naja, so ist das. Bleibt dabei. Okay, ich hätte gerne es einmal einen Vergleich hier live gemacht, aber auch für mich. Gut. Wenn ich zwischen den beiden wählen möchte oder sollte, wäre jetzt hier eindeutig mein Gospel der Gewinner hier. Wir machen einfach mal so. Diese Röstzwiebel-Moment. Ich mache Röstzwiebel nicht, das ist mein Problem. Stört mich hier ein kleines bisschen. Tschüss. Hart. Ohne Kälteverklärung, sehr, sehr gut. Warum Old George? George Washington, der erste Präsident der Vereinigten Staaten, hat damals tatsächlich eine Distillerie gehabt. Das war für ihn eher eine Geldquelle aus seiner Liebschaftsprojekt, aber das war einfach so. Als Bauer hat man verschiedene Getreide gehabt und hat man einfach mal das am besten gelagert, indem man es verflüssigt hat und so weiter. Und dann Old George so ein bisschen ein respektvolle Hommage an das, was George Washington da damals gemacht hatte. Denn 1780 herum, wo er dann auch seine Distillerie hatte, bis hin zu 1810 herum, hat er hauptsächlich Roggen auch denn dort verarbeitet, weil Gerste wuchs in dieser Gefilde dort von der Vereinigten Staaten nicht ganz so gut. Ja, ob ich diese Whisky wirklich liebe? Nein. Würde ich da wegschütteln? Nein. Würde ich da zugreifen? Natürlich nochmal? Nein. Diese Whisky wird handcrafted, also Handarbeit, Small Batches, zweifach distilled in ihrer Kupfer Brennblase aus Deutschland hier. Wir hoffen, Sie genießen diese Heritage Whisky, diese Weltkulturerbe, also Kulturerbe Whisky, entweder neat or on the rocks. Man kann auch Eis da reinhauen. 4 plus plus, 3 minus minus. Das ist eine ehrliche Be Sache. Auch schon wieder 90 Euro für so etwas oder 48 Euro. No go. Also ja, 89,50 Euro. Also viel zu teuer hier. 5 minus Preis-Leistung. No thank you. Die Hälfte praktisch davon waren bei 45 Euro aus Australien. Sind wir bei unser Gospel Whisky? Sehr, sehr grün, sehr, sehr würzig, sehr, sehr hier diese Majoran und diese Dill-Momente. Besser. Hinten ist das Vegetal. Sehr vegetal. Wow. Grün Pepper, grüne Pfeffer, also Paprika. Grüne Paprika ist das hier. Sehr, ja, sehr grasig. Ich glaube, vielleicht würde ich heute lieber den George, den Old George hier vom Grand. Traverse ist eine große Überquerung. Offenbar dort oben in Michigan gibt es da irgendeinen Fluss und dann muss man darüber. Das ist eine große Überquerung. Vielleicht muss ich doch daraus ein 3 minus machen statt 4 plus plus.
Oder ich muss meine Bewertung hiervon ein bisschen nach unten schrauben. 4++ war hart, 3 minus. Ein bisschen pfeffrig, ein bisschen hart. Wenn ich einfach mal irgendein Rye greife. Oh, länger habe ich ein Michters Rye hier nicht gehabt. Michters Rye, 50 Euro herum, Straight Rye, wir sind hier bei 42,4%. Auch immer wieder die Frage, wo diese Whisky herkommt. Die destillieren immer noch nicht so lange, dass alles, was da drin ist, kann aus ihrer eigenen Destillerie kommen. Ich habe eine Flasche aus dem Jahr 2018, also 4 Jahre 2014 haben sie selbst noch nicht mal destilliert. Also von daher kann es nicht von der Distillery von Michters kommen. Das ist wahrscheinlich Brown-Forman Juice sowieso. Weiß kein Mensch. Aber das Zeug ist tierisch gut. Yummy. Also, wer hier ein gutes Rye sucht, also Michters ist absolut der Fall. Wer eine außergewöhnliche vegetale Roggen sucht, ist hier mit 100% The Gospel. Und wer einfach eine Exote haben will, den es nicht mehr gibt und nicht mehr nachbekommen wird, es sei denn, man hat hat viele, viele Flaschen auf Lager, als hier mit dem Grand Traverse Old George Whisky hier wunderbar aufgehoben. Allerdings, die neue Flasche sieht ein bisschen besser aus und ist gänzlich anders. Okay, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Wir wissen, dass das hier nicht hundertprozentig Roggen ist. Meine Frage ist, weil diese beide tatsächlich 100% Roggen-Whisky sind, was ist dein Lieblingswhisky aus 100% Roggen? Also da muss ich immer wieder greifen zu meinem Lieblingsprodukt. Leider, leider, leider. Lot 40, Lot 40, Lot 40. Ich würde gerne einfach mal wenn ich 1 Euro bekommen würde von jeder Flasche, die durch mich hier davon verkauft wurde, hätte ich bestimmt 100 Euro in der Tasche. Wette ich mit euch, ja? Also, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Diese Flasche und diese Flasche wurden beide durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppen fast gänzlich verteilt. Auch gut. Alles, was übrig bleibt, ist, kommt auf meine Liste, meine PDF unten. Da könnt ihr auch den Samples bei mir bestellen. Und wir sehen uns jeden Tag hier montags bis samstags, also um 17:30 Uhr. Sonntags um 12 Uhr gibt es ein Video und um 21 Uhr ein Livestream. So, alles, alles Gute euch. Bis dahin, Whisky Jason. Ciao.